Guten Morgen Leute, Montagmorgen, es ist wieder Zeit für den Rückspiegel. Wir wollen mit euch über unsere vergangene Brettspielwoche quatschen. Was kam gut an, was kam nicht so gut an? Diesmal der Rückblick von 2 Wochen. Eine Woche haben wir uns den Urlaub gegönnt. Wie immer, wir bringen News, wir haben ein Gewinnspiel und wir haben natürlich, was wir gespielt haben mit den Ersteindrücken. Melli beginnt mit der News der Woche. Ja, und zwar Dig Your Way Out wird es in Deutsch geben. Angelo blendet da gleich noch den Link ein. Kann man hier unterstützen? Es hat sich tatsächlich ein Verlag gefunden. Vielmehr, es ist ein holländischer oder belgischer Verlag, wo das Ganze bringen möchte und das auch in Deutsch. Also wenn ihr unbedingt mal aus dem Knast ausbrechen wolltet, jetzt ist eure Chance, das zu unterstützen und dann kann es auch schon losgehen. Kann man schon abhauen. Genau. Die zweite News ist mal wieder ein krasses Line-Up bei Skellig Games, denn Skellig Games wird auf Deutsch bringen. Einmal Cryptid, das ist dieses Deduktionsspiel, wo jeder Informationen hat, also quasi das Tobago in Komplex. Dann bringen sie Ten Garden auf Deutsch, auch sehr cool, also Carcassonne in geil, also in hübsch. und sie bringen Santa Monica, dieses AEG-Legespiel, Drafting-Spiel, wo wir so ein Pier bauen und ein Beach bauen. Auch sehr geil. Also wow, Skellig Games, mal wieder richtig coole Spiele am Start. Aber jetzt nicht gleich losrennen. Nein, das gibt's erst Frühjahr 2021. Aber so überlebt man vielleicht dann den tristen, gemeinen Winter ein bisschen, wenn man sich dann auf solche geile Spiele freuen kann. Genau. Wir machen jetzt die Frage der Woche. Und dazu kommt dann auch dieses Gewinnspiel. Ihr könnt nämlich Nope von Game Factory gewinnen. Was müsst ihr machen? Zum einen haben wir keine richtige Frage der Woche. Wir haben uns überlegt, wir würden gerne ein Video mit euch zusammen machen. Wir haben das an unserem Community-Treffen schon gemacht. Und zwar, wenn ihr Fragen an uns habt, schickt uns doch ein circa 30 bis maximal eine Minute Handyvideo per E-Mail. Ich blende das gleich ein, wo ihr euch hinsetzt, kurz euch vielleicht vorstellt, dann uns eine Frage stellt. Wir schneiden dann ein Video mit all diesen Fragen, setzen uns hin, machen so ein Q&A, beantworten das. Ich stelle mir das super lustig vor. Eins dazu muss ich noch kurz sagen, eine rechtliche Sache, wenn ihr uns diese Videos schickt, dann stimmt ihr dazu ein oder ihr akzeptiert es, dass wir euch quasi live auf YouTube zeigen. Ja? Also wenn ihr das nicht wollt, schickt uns keine Videos. Wenn ihr es wollt, dann habt ihr das akzeptiert und wir machen dann ein Q&A. Ja. Aber alle können dieses Spiel gewinnen, ob ihr uns ein Video schickt oder nicht. Ihr müsst dazu nur reinschreiben, habt ihr uns einen geschickt? Dann macht ihr ja, habt ihr uns keins geschickt, macht ihr nein. Wir wählen dann wieder aus. Nächsten Montag könnt ihr dieses Spiel gewinnen. Und natürlich gilt wieder, die Fragen sollten schon überhalb der Gürtellinie sein. Wir entscheiden natürlich nachher, wie wir die Fragen beantworten. Und alle, die jetzt kamerascheu sind, wir haben auch mal irgendwann angefangen und wir wissen, wie komisch es ist. Und derjenige, wo sich überhaupt nicht davor traut, der zieht sich eine Pandamaske auf wie Crow. Zum Beispiel, oder setzt sein Haustier hin oder nimmt ein Plüschi oder sonstiges und spricht dann einfach anhand von dem. Wir würden uns echt drüber freuen, hier viele Fragen eingesendet zu bekommen. Okay. Ja, dieses Mal gibt es den Rückspiegel ein bisschen anders. Wir waren ja jetzt 2 Wochen weg sozusagen. Deswegen gibt es eine ganz grobe Zusammenfassung, was es so auf den Tisch geschafft hat. Was und uns mit besonders was wir, gut gefallen hat. Genau, weil wir haben ordentlich viel gespielt, aber wir hauen jetzt einfach mal so ein bisschen die Knaller raus. Und okay. Du fängst an. Also ich fange mit einem Spiel an, welches auf Kickstarter war. Vielleicht gibt es noch ein Late Pledge, und zwar das kleine Spiel von Lacerda. Es hat noch jemand anderes mitgemacht, ich blende es gleich ein. Es ist Mercado de Lisboa und wir haben so einen Marktstand, also eine Markthalle, und es ist ein Plättchenlegespiel, bei dem wir versuchen, geschickt unsere Marktstände zu platzieren, denn wenn wir dann Kunden bekommen, wollen die natürlich eine gewisse Voraussetzung an diesen Marktständen haben. Dafür bekommen wir Punkte. Umso besser die Marktstände platziert sind, bekommen wir angrenzend Punkte. Und ich fand es wirklich cool gemacht. Maddie hat es auch gut gefallen. Wir haben noch überlegt, ob es vielleicht mit mehr Spielern besser ist als nur zu zweit. Aber ich fand es wirklich cool. Und es ist unser erster richtiger Lacerda, den wir mal am Stück mehrmals gespielt haben. Sonst ist es ja meistens immer so, huh, das war eine Nuss zur Seite. Das ist auf jeden Fall so ein 45-Minuten-Spiel, hat mir gut gefallen. Das ist der Lacerda, den wir spielen, während jemand anders den richtigen Lacerda aufbaut, genau. Sozusagen. Ja, was haben wir noch auf dem Tisch gehabt? Wir waren kreativ, haben Wörter gebildet und zwar mit Hardback. Hardback ist ja sozusagen der große Bruder von Paperback.
Das kennen ja manche. Bei Hardback ist es jetzt einfach so, es kommt noch mehr rein. Wir können hier einfach Karten umdrehen, um diese als Joker zu benutzen. Um was geht es eigentlich in Hardback? Wir versuchen natürlich kreativ Wörter zu bilden. Weil wir sind Schriftsteller. Ja, natürlich. Und wir haben 5 Karten auf der Hand. Und wir versuchen jetzt aus diesen einzelnen Buchstaben irgendwelche tolle Wörter zu machen, um entsprechend Ruhm und auch etwas Geld zu erlangen. Mit dem Geld können wir uns dann neue Karten kaufen. Den Ruhm brauchen wir einfach zum Gewinnen. Weil derjenige, wo als erstes 60 Punkte hat, gewinnt. Und das coole, knifflige ist einfach daran, dass wir eben versuchen immer, mache ich jetzt Ruhm, kaufe ich lieber noch mehr Karten, dass ich bessere Wörter bilden kann. Dann gibt es noch hier Kategorien, das finde ich richtig toll. Da triggern die Karten eben die anderen und es gibt auch noch diese Klassiker, die dann auch für alle noch da sind. Rundum ein richtig tolles, gelungenes Spiel und uns hat es richtig, richtig gut gefallen und Spaß gemacht tatsächlich. Wenn ihr mehr wissen wollt, wir haben dazu ein Video, kommt die Woche noch. Schaut dann einfach rein. Hardback, sehr geiles Spiel. Okay, noch sehr geiles Spiel. Und zwar haben wir in Holland im Urlaub Mariposas gekauft. Das neue Spiel von Elizabeth Hargrave. Die hat Flügelschlag gemacht, falls euch das nicht sagt. Worum geht's? Es geht jetzt um Schmetterlinge statt um Vögel. Und zwar ziehen jedes Jahr von Mexiko Millionen von Schmetterlinge in die USA, vermehren sich dort, die alten Generationen sterben und irgendwann kommen die Generationen zurück nach Mexiko und dafür bekommen wir dann auch Punkte. Und es ist eigentlich so eine Art Set-Collection-Spiel. Ich platziere mich irgendwo, dann sammle ich Blumen ein. Mit diesen Blumen, wenn ich die abgebe, kann ich mich vermehren. Also ich bekomme neue Schmetterlinge von neuen Generationen. Und der Kniff ist, es gibt während den 3 Runden, die wir spielen, In-Game-Punkte und am Schluss gibt es aber nur Punkte für 4er Generationen. Also ich muss 4-mal mich vermehren. Möglichst vielen Schmetterlingen. Dann bekomme ich für jeden Schmetterling, der zurück nach Mexiko kommt, wieder Punkte. Auch sehr geil. Und auch ein Video. Ich glaube, morgen schon. Schaut rein. So schnell. So schnell. Ja, dann noch was anderes. Und zwar hat Game Brewer sozusagen Nachwuchs bekommen, wenn man das so sagen kann. Und zwar Amusa Games. Das ist jetzt sozusagen der kleine Verlag oder Ableger für die Familienspiele in Zukunft. Ja. Und da läuft gerade noch ein Kickstarter mit insgesamt 3 Spielen. Wir wollen jetzt aber hier einfach mal über Circus quatschen. Und zwar ist Circus ein schönes, schnelles Familienspiel, in dem wir versuchen, hier durch geschicktes Ablegen von Karten Reaktionen hervorzurufen. Zum Beispiel, ich bekomme für jeden lilanen Darsteller oder Künstler, den ich habe, eine Scheibe drauf. Ja? Und so sammle ich verschiedene Scheiben auf meinen Künstlern an. Und jede Runde schicke ich dann aber einen dieser Künstler in die Manege und mache noch einen Auftritt damit. Und das bringt mir einfach Siegpunkte. Außerdem kann ich natürlich meinen Zirkus aufleveln. Ich kann dann noch mehr Artisten in meinem Zirkus haben. Ich habe mehr Handkarten, weil das ganze Ding läuft darüber ab, dass ich mit Handkarten auch bezahlen muss. Und ich muss dann halt auch schauen, welche Artisten sind denn jetzt schon in der Manege? Wer hat denn gerade was vorgeführt? Und wie kriege ich am besten Punkte? Und es ist wirklich eine kleine Schachtel, ein kleines Spiel. Brett, tatsächlich nur ein paar Handkarten, aber es hat richtig, richtig Spaß gemacht und direkt gezündet, finde ich. Ja, ist halt so ein Engine-Builder-Familienspiel, also alle 3 Spiele auf Kickstarter sind Familienspiele, aber das wollten wir euch jetzt mal vorstellen, weil es besonders spannend war für uns. So, besonders spannend fand ich auch Fantastic Factories, welches wir auch im Holland-Urlaub mitgenommen haben. Das kommt nächstes Jahr auch auf Deutsch bei Strohmann Games, habe ich jetzt gesehen. Ja, haben wir wieder einen guten Geschmack bewiesen. Worum geht's? Es ist auch ein Engine-Builder, es war ein Kickstarter. Jeder hat so eine kleine Fabrik. Es liegen Karten aus und eigentlich ist die Phase ganz einfach. In der ersten Phase von 2 nehme ich mir entweder einen, ich glaube einen Supporter, so einen Employee, der gibt mir halt einen Sofortbonus, ich darf Karten ziehen. Oder ich nehme eine Karte, also eine Factory-Karte, die ich später bauen kann, auf die Hand. Dann kommt die nächste Phase, ich würfel meine Würfel, das ist nämlich ein Dice-Placer. Und mit diesen Würfeln trigger ich Aktionen. Ich kann entweder in der Mine Metall haben, ich kann mir neue Blueprints holen. Oder ich kann Elektrizität holen. Es ist unterteilt. Oben kann ich jeden Würfel legen, in der Mitte 1 bis 3 und unten die hohen Würfel. Wenn ich jetzt Gebäude baue,
mache ich meine Engine quasi besser, dann kann ich irgendwo eine 6 drauflegen, ich bekomme da Siegpunkte für. Und es ist aber ultra flott gespielt, aber es ist auch sehr, sehr solitär. Also es ist so ein bisschen Imperial Settlers, ihr macht da halt euer Ding, ihr müsst aufeinander vertrauen, weil ihr macht das alles gleichzeitig. Ich fand es wirklich cool, aber ich kann verstehen, wenn jemand sagt, das ist mir aber doch fast ein Solo-Spiel, aber ich fand es sehr gut. Also man hat wirklich tatsächlich nur in dieser ersten Phase ein bisschen Interaktion bei dem Kartennehmen, und das war es eigentlich schon. Und dann wurstelt man halt so ein bisschen vor sich hin, wie man es im Schwäbischen sagt. Also jeder macht halt so und man vertraut natürlich auf den anderen und das Spiel ist echt flott gespielt und das Spielende ist dann eingeleitet, wenn halt einer 12 Kisten oder 10 Gebäude gebaut hat. Und viele Punkte gibt es in dem Spiel eigentlich auch nicht. Aber sag das jeder nicht. Vielleicht Punkt, machen nur wir so wenig Punkte, keine Ahnung. Jeder Punkt zählt tatsächlich am Ende. Und ich fand es auch richtig geil. Vor allem die Grafik fand ich richtig schön. Ja, dann haben wir noch Monster Expedition gespielt. Ja, wir haben noch Monster Expedition gespielt. Ich weiß nicht. Nein, du sagst immer das. Das ist das englische Wort. Nein, das ist eine Monster Expedition. Wir sind immer noch in Deutschland. Oh, Entschuldigung. Ja. Dann haben wir fantastische Fabriken gespielt. Fantastic Factories ist ein englischer Titel auch. Okay, ich dachte, es ja. Okay, egal. Auf jeden Fall geht es jetzt um Monster Expedition, das bei Amigo kam, von Alexander Pfister. Und alle denken sich, boah, der nächste Brocken bei Amigo. Nein, Monster Expedition ist wirklich ein Push-Your-Luck-Spiel im Familienbereich. Wir gehen hier auf die Jagd. Wir versuchen natürlich, Monster zu jagen. Wir haben 3 verschiedene Camps. Und je nachdem, mit welchem Camp wir sozusagen losziehen, nehmen wir diese entsprechende Würfel und können auch dann hier die Monster jagen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Tiefsee nehme, habe ich einen blauen Würfel, dann kann ich blaue Monster jagen, weil die wohnen ja in der Tiefsee. Wir würfeln Push-Your-Luck-mäßig, locken hier Würfel ein und versuchen halt irgendwelche Werte zu erreichen und diese Monster einzufangen. Die geben uns dann wieder Boni, sie geben uns irgendwelche gemeine Effekte, was vielleicht auf unsere Mitspieler sich auswirkt oder Zusätze einfach, wenn einer mal irgendwie eine 10 einloggt, darf ich ein Camp drehen und so weiter und so fort. Wird auf jeden Fall auch was von uns kommen, hat uns richtig gut gefallen. Push Your Luck ist ja, glaube ich, so unser Ding, Würfelspiele sowieso. Würfel sind mein Ding, liebe Würfel. Ja. Okay, dann haben wir noch Escape Tales zu Ende gespielt. Das ist das große Exit-Spiel. Es gab ja schon den ersten Fall von Escape Tales. Jetzt haben wir Low Memories gespielt. Und es hat so ein bisschen gemischte Gefühle bei uns hinterlassen. Denn zum einen hatten wir große Erwartungen vom ersten Escape Tales. Das zweite, sage ich jetzt mal, ist so ein bisschen schwierig gewesen. Denn die Rätsel waren sehr, sehr mathematisch diesmal. Die meisten Rätsel haben sich wirklich nach viel Arbeit angefühlt und sie waren für uns zumindest auch Arbeit. Es war wirklich, wir hatten teilweise DIN A4-Blätter voll mit Spalten und Zeilen und haben dann Sachen eingezeichnet. Und wir haben es nachher selber nicht mehr geblickt. Vielleicht ist es der Nachteil an diesen Spielen, die man nicht zerstört, dass man halt viel Arbeit reinstecken muss, um diese Rätsel zu machen. Wie gesagt, es war viel Mathematik dabei, wir haben wieder viel gerechnet und wenn das ist, muss man so und... Ich glaube, das ist die Art von Exit-Spielen, die uns nicht so sehr liegt. Also ich mag es eher, wenn es ein bisschen kreativer ist und... man auch was zerstören darf? Nee, das gar nicht. Aber man muss halt auch mal irgendwie vielleicht einen Weg nachzeichnen oder irgendwie so. Aber wenn es wirklich nur darum geht, ich rechne mir jetzt das aus und teilweise sind es echt krasse Rechensachen, auf den Lösungsweg überhaupt schon zu kommen. Da haben wir jetzt teilweise auch, wir saßen da dann, okay, brauchen wir eine Lösung. Dann, boah, okay, ja, hätte man drauf kommen können, aber... Also uns hat es jetzt leider nicht so gut gefallen wie der erste Teil. Genau, ich muss sagen, tatsächlich die Geschichte, wie sie angefangen hat, richtig geil. Das Ende von Kapitel 1, so alle, wow. Dann Kapitel 2 war für uns auch noch irgendwie logisch, hat dann so vom Kapitel 1 was aufgegriffen und man hat so gedacht, boah geil, ich bin auf Kapitel 3 echt gespannt, was denn da passieren wird, wie es jetzt weitergehen wird, die ganze Sache. Und dann kam Kapitel 3 und wir waren irgendwie alle voll aus der Geschichte raus. Vor allem dann mit diesen Rätseln konnten wir uns gar nicht mal auf diese Geschichte drumherum konzentrieren. Und dabei hat es total coole Ansätze. Also ihr habt verschiedene Wege. Wenn ihr für das entscheidet, seht ihr dies nicht. Wenn ihr dort da lang geht, habt ihr ganz andere Karten. Das ist eigentlich total cool.
Aber wie gesagt, dieses Mathematische hat uns überhaupt nicht gelegen. Wir hatten dann teilweise richtig Frust im letzten Kapitel von den drei, dass wir da echt da saßen. Wir waren kurz vorm Wein zuvor. Ja, also war wirklich, wie dachte man da, nach Buh. Wir haben dann noch was Witziges danach gespielt, damit wir dann ein bisschen beruhigter mit abgeschaltetem Kopf ins Bett gehen konnten, tatsächlich. Genau. Dann war am Wochenende noch der Kosmos-Pressetag, diesmal digital, weil halt Corona und so. Wir nehmen da jetzt gar nicht so viel vorweg. Kosmos hat seine Neuheiten vorgestellt. Wir machen dazu auf jeden Fall noch ein Kosmos-Pressetag-Video. Ich denke, das kommt diese Woche oder Anfang nächste Woche, wenn euch das interessiert. Wir werden die Neuheiten vorstellen, ein bisschen über die Spiele, so ähnlich wie hier, quatschen. Schaut einfach mal rein, dann wisst ihr, was Kosmos so als Line-Up hat. Das war's von hier. Wir wünschen euch jetzt einen ganz tollen Start in die Woche. Lasst euch nicht ärgern. Beginnt die Woche gut, auch wenn das Wetter nicht so prall ist. Wir sagen vielen Dank fürs Reinschauen. Macht beim Gewinnspiel mit, schickt uns eure Videos und bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss.